Hallo, ich bin Steffi, ich bin Fotografin in Flims. Heute möchte ich dir in diesem kurzen Video einmal die Wichtigkeit der richtigen Belichtungseinstellung verdeutlichen. Heute möchte ich einmal auf eine Frage eingehen, die mich in meiner Facebook-Gruppe erreicht hat. Und zwar hat Stefanie, meine Namenspartnerin, mir geschrieben: Mich würde interessieren, wie man zum Beispiel dunkle Tiere in der Bildbearbeitung auffällt, wenn man zu dunkel fotografiert hat und das Tier im Schatten steht. Bei mir wirkt es dann immer etwas fahl, flach. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ein bisschen eine fortgeschrittenere Frage, aber ich habe gedacht, ich nehme es trotzdem mal mit rein, weil ich die Frage auch gerne beantworten möchte. Und ich möchte fast ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt mit Stefanie Kontakt gehabt und habe sie gefragt, wie sie fotografiert hat und ob sie mir ein Beispielbild schicken kann, damit ich das auch wirklich zeigen kann, wovon sie geredet hat. Und zwar habe ich dieses Bild von ihr bekommen. Sie hat ein wunderschönes schwarzes Islandpferd, was natürlich sehr schwierig zu fotografieren ist. Da gibt es gerade ein Schneeszenario. Aber ich möchte in diesem Video gar nicht so doll auf die Bildbearbeitung eingehen, sondern nur ganz kurz zum Schluss einmal. Mir ist viel wichtiger, dass man gerade in dieser Anfangsphase der Fotografie wirklich versteht, dass man richtig belichten muss. Bereits bei der Aufnahme des Fotos ist wichtig, dass meine Belichtung stimmt. Aber damit die Belichtung stimmen kann, ist es auch wichtig, dass die Messung vom Belichtungsmesser deiner Kamera richtig eingestellt ist. Und zwar nicht auf der Selektivmessung, wo die Kamera wirklich das ganze Bild eigentlich misst und durchschnittlich dir einen Wert rausgibt. Das wäre jetzt nämlich in diesem Fall genau das Problem. Der Hintergrund ist Schnee und weiß und grau und die Kamera denkt, wow, es ist super hell und deshalb macht es das Hauptmotiv viel zu dunkel. Viel besser wäre hier eine Spotmessung und dann kannst du die Messung auch wirklich aufs Pferd setzen. Denn jetzt bei diesem Beispiel sieht man das recht schön, wenn ich die Belichtung hochnehme. Hätte fast zwei Blendenstufen, zwei ganze Blendenstufen mehr gebraucht, damit das Pferd richtig belichtet ist. Und das sind genau solche Sachen. Es ist viel, viel besser, das in der Kamera richtig zu machen und nicht nachher zu versuchen, das in der Bildbearbeitung zu retten. Außerdem mir ein bisschen Gedanken machen. Ist heute der perfekte Tag zum Fotografieren? Gerade jetzt im digitalen Zeitalter neigen wir dazu, alles sofort immer auf der Stelle festhalten zu wollen. Aber nicht jeder Tag eignet sich wirklich super, um ein Bild zu machen von meinem schwarzen Pferd oder auch wenn ich einen schwarzen Hund habe, so ein Labrador zum Beispiel. Das ist einfach schwierig. Und um wirklich die schöne Struktur, die diese Tiere ja haben, auch rauszubringen in meinem Foto, benötige ich Sonne. Also bei dem Bild würde mir einfach extrem die Sonne fehlen, weil das ist alles so ein bisschen matschig. Es wird niemals ein wunderschönes Bild sein, weil einfach gar kein Schatten in dem Bild ist. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem anderen Bild, was ich letztens gemacht habe in der Abendstimmung, hier kann man das sehr, sehr schön sehen, dass die Sonne mir wirklich Details gibt und die Muskeln so richtig rausbringt von dem Tier und richtig eine Dynamik in dieses Tier reinbringt. Und das macht das Ganze natürlich viel, viel spannender, als wenn ich eben nur so ein flaches Licht habe. Außerdem sollten wir auch bedenken, dass unsere Kameras halt nicht so viel Helligkeitsstufen wahrnehmen können wie das menschliche Auge. Das menschliche Auge kann ohne Probleme, wenn wir einen Waldspaziergang machen, die Sonnenstrahlen durch den Wald sehen und trotzdem noch Details in dem tiefen Grün haben. Das kann unsere Kamera aber in so einem breiten Helligkeitsspektrum nicht einfangen. Deshalb, ich muss mir überlegen, was ist denn eigentlich mein Hauptmotiv? In diesem Fall wäre es ja das Pferd. Also hätte ich hier sicher sehr, sehr zwingend das Augenmerk draufgelegt, dass das Pferd richtig belichtet ist und dass ich es auch richtig messe. Und eben im gegebenenfalls, wenn ich noch nicht in der manuellen Belichtung arbeite, das einfach über eine Belichtungskorrektur korrigiere. Denn jetzt nachher im Lightroom, also ich muss ehrlich sagen, das wäre wirklich ein Bild, was bei mir gerade im Papierkorb landen würde, weil es ist einfach zu dunkel. Und ich kann jetzt versuchen, die Belichtung hochzuziehen und ich kann auch anfangen, in den Tiefen noch ein bisschen was reinzuarbeiten. Aber wenn ich reinzoome in dieses Bild, dann seht ihr gerade extrem das Problem. Das Bild fängt einfach an zu rauschen und auch da kann ich jetzt wieder anfangen. Okay, ich reduziere jetzt das Rauschen ein bisschen, aber dadurch wird natürlich die Schärfe auch nicht gerade besser.
Also ich kann eigentlich in der Bildbearbeitung nur noch retten. Deshalb mein Tipp an dich, liebe Stefanie, einfach wirklich überlegt fotografieren. An einem guten Tag fotografieren und schönen Hintergrund auswählen, schönes Licht auswählen. Keine Angst haben vor Schatten. Schatten ist dein Freund und bringt wirklich schöne Struktur ins Bild. Ich hoffe, die Antwort hilft dir ein bisschen weiter. Und ich hoffe, dass auch dieses Video dem einen oder anderen ein bisschen weiterhilft. Und ich würde mich freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du auf YouTube meinem Kanal folgst. Wenn du gerne bei unserer Facebook-Gruppe Mitglied werden möchtest, dann schick mir doch einfach eine Anfrage. Die Gruppe heißt Fototipps und Tricks Grundlagen Fotografie. Auch wenn du eine Frage hast, stell sie gerne auch auf Facebook, lade mir deine Fotos hoch und ich freue mich auch über deine Frage, in der nächsten Zeit ein Video zu drehen.